hier bei Elektropanzer in Leipzig-Grünau. Hier hat der Herr Krause aus seinem Nachfolgeprozess gleich einen richtigen Erfolg gemacht. Er hat nun ein zweites Unternehmen gleich dazu gekauft, zwei kleine Elektrounternehmen übernommen, zusammengeführt und schon neue Leute eingestellt, Umsätze gesteigert. Und er hat Plan, noch weitere kleinere Elektrobetriebe dazu zu packen. Und auch das ist eine Lösung für das dringende Problem, gerade auch von kleinen Betrieben, Nachfolger zu finden. Wir müssen hier quasi die Dachlüfter überprüfen. Das wird dann jährlich gemacht, weil die quasi dafür verantwortlich sind, in jedem Schacht quasi die Abluft in den einzelnen Bädern in den Wohnungen quasi abzuziehen. Hier sind 16 Geschosse drunter, damit es nicht anfängt zu schimmeln und so weiter. Deswegen ist es schon wichtig. Und dann haben wir natürlich noch andere Wohnungsbaugesellschaften, die uns dann anfordern und fragen, wenn es Probleme gibt, dass wir da mal messen können und gegebenenfalls auch ändern müssen. Er kommt vom Startup, erfolgreich, über den Mittelständler zu einem DAX-Konzern, er war bei der E.ON, auch immer im Bereich Licht und ist jetzt im besten Sinne für den Elektriker geerdet, dass er das für sich, und das hat man gemerkt im Gespräch, als Erfüllung sieht, so auf Beispiel gibt. Der Herr Panzer war so weit, dass er quasi im Prinzip in den Ruhestand gehen wollte, hatte hier und da gesucht nach Nachfolgern und über die Handwerkskammer zu Leipzig kam quasi der Kontakt zustande. Die ersten Gespräche verliefen sehr, sehr wohlwollend, sehr aufschlussreich und sehr positiv und somit haben wir mit wenigen Gesprächen quasi eigentlich schnelle Einigungen finden können. Und dann kam eine weitere Idee auch von der Handwerkskammer, dass es eine weitere Firma gibt. Und somit kam es im März 2023 zur Übernahme der Firma Lux Elektroanlagenbau, die bei DRL eben viel arbeitet und dort eben die Instandhaltung und Wartung auch für Beleuchtungsanlagen macht. Es gibt keinen Punkt, das zu bereuen. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen im Alltag, aber wäre das nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Situation. Bin mir sicher, dass es sich lohnt, Herr Krause mit seinem Betrieb zu verfolgen, der wird noch ein bisschen wachsen. Und das ist schön.